In Staffel 2, erst im Finale gescheitert, bis zum Doppeltrapez gekommen, bis dahin extrem überzeugend, ein absoluter Mitfavorit, seine Schwester, die Sona, hat er uns mitgebracht, da ist sie, und sie sieht einen fulminanten Start von Lukas. Ja, und der hat da auch kein Problem beim Ring of Fire und kommt zu den Pilzköpfen. Aber schau, wie der voranschreitet. Hast du es gesehen? Okay, der schaut auch auf die Zeit. Mhm. Diplomierter Gesundheits- und Krankenpfleger an Intensivstation und Pflege- und Pflegewissenschaftsstudent. Calisthenics macht das ja gerne. Also Training mit dem eigenen Körpergewicht. Erfordert Durchhaltevermögen und ist ein sehr intensives Training, dass der topfit ist. Das sehen wir, das zeigt er uns bislang. Und Flo, ich glaube, der hat sich für nächste Woche nichts vorgenommen. Der will ins große Finale. Es ist ja unsere letzte Vorrunde, unsere letzte Stage One. Und dann nächste Woche wartet das große Finale. Ist es mit Lukas Wieser? Fragezeichen. Und da warten 88.888 Euro drauf, endlich abgeholt zu werden. Die hätte er gern. Unser Lukas aus Mistelbach. Überzeugender Auftritt. Überzeugend. So, die Ringleiter. Er lässt sich kaum Zeit. Er will da durchspazieren. Und das wirkt alles so, so sicher. Tack, 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 wow. Tack, tack. Du kannst im Rhythmus mitmachen. Also das ist schon irre, was uns der zeigt. Hat einen Turbo-Boost eingebaut. Ist ja unfassbar, nach was der vorlegt. Kannst du die Uhr stellen. Tick-Tack, Tick-Tack. Ja. Und jawohl, also, wir können schon bereit machen. Wir bekommen einen Besuch. Und Lukas Wieser. Erster Versuch vom Lukas. Und das Duell heißt Lukas Wieser gegen den Ninja Gecko, gegen Georg Erlinger. 1,47,80 gilt es für Lukas Wieser zu schlagen. Und in seiner Haut möchte ich jetzt nicht stecken. Also du weißt, du musst abliefern, du weißt, du musst schnell abliefern, bist der Allerletzte. Boah, jetzt Druck. Jetzt ist kein Fehler erlaubt, ja? Boah, ist der schnell. Himmelsleiter. Für unseren Intensivkrankenpfleger aus Mistelbach. Aber super viel Spannung für diesen letzten Lauf vor dem ganz großen Finale. Denn es geht um alles für Lukas Wieser. Ein Fehler kostet ihm heute und jetzt das Finalticket. Die Helix, wie kommt er damit zurecht? Das ist mal die Frage grundsätzlich. Gut. Er kriegt... Oh, 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 er beginnt zu kämpfen. Nein, 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 schaut noch gut aus. Er hat's auch gleich. Nur noch ein Stäbchen jetzt vor der Technik Brust. Raus. Ja. Mit einer Hand. Und er ist drüben. Okay, Kamin. Wow. Eigentlich sollte sich das ausgehen, außer er rutscht. Aber wenn er der jetzt rutscht den nicht. Kamin einheizt, dann hat er sein Finalticket sicher. Und Flo, dieser Mann kann mit Druck umgehen. Das wird die neue Bestzeit für Lukas Wieser. Geliefert. Punkt. Also Lukas Wieser ist im Parcours. Der hat ja ordentlich gerockt bisher bei Ninja Warrior. Dem kann man so ziemlich alles zutrauen, oder? Mhm. Hat die Schwester mit, die Sona. Sona. Und Philipp Zinkel geht auch mit am Parcours. Der könnte die Zeit nutzen, um sich auf Stage 2 vorzubereiten. Nein, der unterstützt seine Konkurrenten. Also statt auf der Massagebank zu liegen, pusht er seine Ninja Buddies und sieht, dass der Lukas aus Mistelbach bislang keine Probleme hat. Bunter Typ, sieht man auch an der Bemalung im Körper. Diplom-Krankenpflege auf der Intensivstation. Also der hat schon meinen Respekt, bevor er irgendwas zeigt. Aber jetzt ist er auch richtig stark unterwegs. Die Flugblätter für ihn kein Problem. Er ist schon beim Windspiel ähnlich schnell wie Marc Toller. Also ich denke mal, Lukas wird durchziehen, der wird weniger Show bieten und daher könnte die Bestzeit von Marc Toller jetzt natürlich gefährdet sein. Aber wir sehen hier schon jetzt, das sind Ausnahmeathleten, die wir sehen. Also das Niveau ist hier gerade, also am Peak.
Das sind wirklich allein, dass wir schon Wahnsinnssportler am Buzzer hatten. Erster Versuch war in der Vorrunde kein Problem. Ist jetzt schon auch kein Problem für den Lukas. Und das ist eine super Leistung bisher. Großartig bislang. Hier keine Fehler machen. Und den Absprung nichts unterschätzen. Gamma hat den Stempel. 2 Minuten 15 noch. Jetzt braucht er den Schwung und mitten. Ja, sehr gut. Zeit hat er genug noch. Also das ist nicht das Problem. Die Kräfte, glaube ich, schon langsam. Ersten Schockmoment aber überstanden und jetzt schon. Ich habe ein bisschen Angst, dass er hinten mit den Beinen was zu hoch ist. Da schaut er fast drüber. Weißt daneben du, steigen sollte er ja, nicht. Weißt du, was er ist groß, hat viel Spannweite und das schafft er. Und wir sehen, glaube ich, gleich den nächsten an der unsichtbaren Leiter. Ja, es ist so. Ausnahmesportler. Und so schnell war keiner hier. Klar. 1:15 für die unsichtbare Leiter. Und ab geht's. Die letzten Kraftreserven. Rausholen aus dem Körper. Die großen Züge. Um sich mit der Stage 2 im großen Finale von Ninja Warrior Austria zu belohnen. Ganz einfach ist das nicht mehr für den Lukas. Komm, Lukas. Ah, die letzten Meter, die fühlen sich an wie eine Ewigkeit. Es ist nicht mehr weit. Er kriegt 10, er kriegt 10. Er geht zum Buzzer. Lukas Wieser. Super. Lukas Wieser, und wie sagt er selbst so schön, er hat sich durchgewurstelt bis hierher. Aber das sagt nur er. Den Parcours kennen wir mittlerweile und wir kennen ihn bis zum Mount Midoriyama. Der Parcours hat die Zähne gezeigt, aber wir haben auch gemerkt, er ist packbar. Er ist packbar. Und der Lukas Wieser ist drauf und dran. Uns auch das zu beweisen. Die Himmelsleiter. Stark. Geht direkt weiter zu den Himmelshaken. Sehr schön. Liegt gut in der Zeit. Ja. Das klappt bisher alles ganz gut. Super, super. Yes. Macht er gut, unser diplomierter Gesundheits- und Krankenpfleger. Hat noch 30 Sekunden. 30 Sekunden für Gewichtheben und hat dann jetzt eine sehr lange Ruhepause. Will er sich nehmen? Wenn er nicht den Buzzer gleich drückt. Ja. Och, schau dir das mal an. Das hatten wir auch noch nicht. Ja, wieder mal durchgewurstelt. Oh, das ist so nett, wenn man sich mit ihm unterhält. Natürlich ist der ehrgeizige Gedanke bei jedem unserer Sportler. Er sagt, interessiert mich nicht. Ich bin da, um Spaß zu haben und Freude an der Sache. Ja, und die Hanna. Oh, bitte drück. Gott, das wird schon wieder. 1:80. So lange hat sich noch keiner Zeit gelassen. 1 Minute Pause noch, bevor es mit dem Cliffhanger weitergeht. Und kann diese Lockerheit, die ich ihm absolut abnehme, vielleicht am Ende das entscheidende Puzzleteil sein? Kann ihn nicht einschätzen, muss ich ganz ehrlich sagen. Ist der Punkt, der ist am Ende, hat er noch richtig viel im Tag? Ich bin mir nicht sicher. Er muss los. Cliffhanger. Weiter geht's. Wie viel Kraft hat er noch in den Fingern? Wie viel Power ist noch über? Genug? Wow. So scheint's. Oh, das ist hart. Oh, schau dir seine Finger an und jetzt muss er da noch. Das schmerzt. Das ist so verdammt schwer. Das ist so schwer. Nein. Raus mit ganz viel Applaus, auch der Lukas. Du hast das gerade extrem genossen und du hast mega Spaß gehabt. Ich habe super genossen, ja. Sehr schön. Bombenfeeling, weit gekommen. Ja, extrem weit gekommen. Also, mehr wollte ich nicht, wirklich. Sehr schön, das heißt, du bist überhaupt nicht traurig. Nein, gar nicht, ich bin das ultra happy. Das wollte ich hören. Und Mario, ich nehme ihm jedes einzelne Wort ab. Der ist in der Ninja-Welt in Österreich aufgetaucht in Staffel 2 und jetzt war er dem Mount Midoriyama schon sehr, sehr, sehr nah.